Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Für den 3DS, also der zweite Teil. Und im heutigen Part wollen wir Welt 2 beenden, wenn ich es auf die Reihe kriege. Dazu besuchen wir erstmal hier das erste Geisterhaus. Uns fehlen insgesamt 7 Level oder 6 Level. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe mich, glaube ich, im letzten Part am Ende noch verzählt. Auf jeden Fall treffen wir hier auf das erste Geisterhaus. Liegt daran, dass es eh nur 6 Welten gibt, die normal sind. Und in den anderen Spielen war es immer 8 Welten. Da war im dritten Geisterhaus, in der dritten Welt war das Geisterhaus. Hier ist es andersrum. Oh Gott. Ich kann mich noch an dieses Geisterhaus erinnern. Hier gibt es einen Secret Exit. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ja, komm hinterher. So, wie ihr seht, vielleicht ist es ein Scrolling-Level. Und dieser Geist, der ist unverschämt. Er kommt immer... Oh nein. Ja, wag's mir nachzukommen und ich hau dich. Hä, wo ist diese verdammte... Wo ist... Hä, wieso komme ich da denn nicht in die Starcoin rein? WTF, was war das denn jetzt? Wir haben unser erstes Leben verloren, nur weil ich nicht in die Starcoin reinkam. Warum? Ich bin doch sonst auch immer so reingegangen. Mich verwundert es gerade ein bisschen. So, hoch mit dir. Tanuki her. Mich wundert es gerade echt. Ich bin sonst auch immer perfekt da reingekommen. Och, das ist ärgerlich jetzt. Ekelhafter Instant-Kill-Geist. So, bleib mal kurz da. Dass wir hier durch können. Warum kann ich denn... Ja, es ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Verständlicherweise, denn ich war der Meinung, da konnte man einfach so durchgehen. Hä? Wieso komme ich denn jetzt da durch? WTF? Was soll der Scheiß? Ich frage mich gerade echt, was der Scheiß soll. Ist ja schon ein bisschen ärgerlich, ne? Dass es erst geht und dann geht es wieder nicht und ja... Hier schon? Hier war Secret Exit, okay. Und hoch mit uns. Das ist echt ärgerlich. Ihr habt das gesehen, ne? Ich fass das gerade nicht. Warum komme ich beim zweiten Mal da durch und beim ersten Mal nicht? Obwohl ich das genau dasselbe gemacht habe. Okay, ich bin vielleicht nicht über die erste Wand gesprungen, aber ich war hoch genug, um da durch zu können. Ich hab das selber gesehen. Deswegen, ich bin gerade ein bisschen verärgert. Der Maser ist sauer! Wegen der Ungenauigkeit. Was auch immer ich da falsch gemacht habe. So. Secret Exit. Dankeschön. So, eine Starcoin fehlt uns noch. Und natürlich das Normal Exit. Sollte aber kein Problem sein. Wir schalten ein neues Level frei. Und natürlich müssen wir nochmal rein. Wir haben 1.033.535 Münzen. Ach ja, wenn die nur echt wären... Boah, das wäre voll imber, ja. Also wenn die echt wären, das wäre voll toll, ja. Ich würde mich voll freuen. 1 Million Münzen. Was für einen Marktwert hätten die eigentlich? Ich müsste mal so Münz, Euro, Dollar, irgendwas Vergleich geben. Immer sind Münzen ja in Mario halbwegs eine Währung. Also wenn man sich andere Teile anguckt, wie Paper Mario, dann sind Münzen eine Währung. Münzen kann man abgeben, um Items zu erhalten. Und so, somit sind sie eigentlich eine Währung. Jetzt natürlich die Frage, was halt einen Wechselkurs die haben. Das wäre jetzt mal interessant. Irgendwie interessiert mich das gerade. So, kann ich hier irgendwo auch Trampolin wieder? Hey! Achso, ich war schon drauf, okay. So, dann brauchen wir hier die Starcoin nicht, die haben wir ja schon. Und können auch so den Geist ein bisschen austricksen. Da der große böse Geist ja ein bisschen schneller ist als die anderen. So. Ja, komm, ein bisschen näher. Übrigens mag ich die Level Art. Auch. Oh Gott. Oh komm. Nein. Ich krieg sie gerade nicht. Gleich ist es zu spät. Wieso krieg ich sie denn nicht? Hä, und warum tötet... Jetzt raff ich gerade gar nichts mehr. Mann! Töte mich, du Missgeburt. Ich bin sauer.
Das Level scheint gerade zu gar nichts zu funktionieren. Ach Gott. Erstes Level und direkt Probleme. Wir sind jetzt seit 5 Minuten hier dran und haben erst einen Exit gemacht. Das ist gerade aus meiner Sicht her peinlich. Aber warum kriegen wir auch die Starcoin nicht? Das ist ärgerlich. Mann. Und warum hat mich vorhin der Geist instant getötet? Und jetzt nicht? Das Spiel hat mich da in dem Level gerade, also beim zweiten, bei der ersten Starcoin-Versuch, hat das mich total getrollt, ja? Ich hab das selbst gesehen. Ich habe jetzt vorhin den Geist dreimal berühren müssen, um zu sterben. Und jetzt, vorhin, oder eher gesagt, am Anfang des Partys, zack, auf den Geist, tot! Wobei eigentlich, wenn Mario auf die Gegner springt, alle tot sind. Im theoretischen Falle. Oh je, nicht gut. Dieser Geist kommt auch, glaube ich, nach Zeit nach. Ist mir auch scheißegal. So, Treppe hoch. Und ich möchte jetzt dieses Starcoin kriegen. Es wäre ekelhaft, wenn ich ihn nicht nochmal kriegen würde. So, komm. So könnte man übrigens auch die Starcoin holen. Oh Gott. Ich müsste sie fast holen. Das ist ekelhaft. So. Ich glaube, hier ist sogar ein Leben. Ne, hier gibt es nur Münzen, okay. Ich dachte, hier gäbe es ein Leben. So kann man sich irren. So. Danke! Warum nicht gleich so? Ekelhafter Geist, ey. Ich mag übrigens die Geisterlevel. Also, diese Level mit dem Geist ist übrigens hier auch schon das Ende. Also, ich habe mich jetzt gerade extra vom Ende umgebracht. Also, beziehungsweise fast das Ende. Ich glaube, das ist die Fake-Tür. Ja. Die Fake-Türen gibt es nämlich hier auch. Die echte Tür ist hier hinter. Einfach ein bisschen Gewicht machen und dann kommen wir hier durch. Und dann hoffe ich doch bitte, dass wir im nächsten Part ein bisschen besser vorankommen. Beziehungsweise im nächsten Level besser vorankommen. Weil das war peinlich. Das gebe ich zu. So, wenn ihr im Hintergrund irgendwas rumoren hört, kann es sein, dass es die Waschmaschine ist. Denn die, wäscht gerade im Hintergrund. Ich glaube, das ist logisch. Ist halt eine Waschmaschine, ne? Denn die muss auch mal laufen. So, 5 Münzen, wir kommen hier durch. Und haben 7 Minuten mit einem Level verbracht. Es ist echt unglaublich. Auf einer Weise schäme ich mich gerade, ne? Welt 2a übrigens jetzt. Auf einer Weise schäme ich mich gerade, weil das hätte eigentlich fließend laufen müssen. Was war das nochmal für ein Level? Woo! Ich weiß nicht mehr, was das für ein Level war. Woo! 5 Münzen. Was, eine Art Bonus-Level? Bam! So. Hier ist die erste Starcoin. Tada! Daran erinnere ich mich sogar noch. So. Und dann geht's weiter mit diesen komischen Sprungplattformen, die auf voller Sinn stecken. Ihr seht es immerhin. Das war dumm. Das war unfassbar blöd von mir. So. Starcoin geholt. Ja, man hat ja noch mehrere Möglichkeiten, ne? Das ist ja einfach so. So, hier kriegen wir noch ein Leben. Das hole ich mir auch. Warum kriechen da unten eigentlich Fuzzies rum? Ach so, deswegen. Wie auch einfach der Tanuki da noch ist. Was haben wir denn hier oben? Weiß ich gerade gar nicht. Ja? Fragezeichen. Wenn hier nicht die dritte Starcoin ist, ne? Hier gibt's aber Rappel. Ja, hier ist die dritte Starcoin. Step holen. Und hochfliegen. Hallo? Du hast geblinkt. Danke. So, dritte Starcoin. Oh Gott. Oh Gott. Das war knapp. Das war echt knapp. Ach, hier ist erst das Ziel. Okay. Ich dachte schon, da war vorhin das Ziel. Das wäre fast daneben gegangen. So, das Level. Es war eigentlich mal wieder gut. Oh, es läuft wieder prima. Ich fühle mich wieder gut. Das erinnert mich irgendwie an Super Mario 3D World, wo ich auch mein Skill kurze Zeit verloren hatte. Werde ich langsam alt? Ich weiß es nicht. Ich will nicht alt werden. Ah, ich bin erst 4x18 geworden. Und einmal 19. Nein, Spaß. Der alte Maser, der ist schon 22 Jahre alt. So ein richtiger Knacker ist das. So.
Was war das nochmal für ein Level? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich renne erstmal. Hauptsächlich, ich renne erstmal in die Bob-Op rein. So gehört sich das. So, weg mit dir. Ich frage mich gerade, wo die erste Starcoin war. War das die erste Starcoin? Zeig mir, was du kannst. Soll ich das wagen? Aua. So, jetzt aber. Jetzt war die erste Starcoin. Und ich sehe gerade, mein DS-Akku ist leer. Oh Gott, mit der Capture Card hält hier ja fast gar nichts aus. Hätte ich nicht gedacht, ne? Also, ich habe ja hier die Capture Card dran. Oh, da geht's runter. Soll ich hier runtergehen? Ja, das Sache. Die 3DS Capture Card, die hält fast gar nichts. Gar nichts aus. Ach, guck mal. Ach, da. War da unten jetzt die Starcoin? Habe ich das jetzt verpasst oder irgendwie? Ich habe auf jeden Fall die Starcoin bekommen. Warum auch immer. Ich habe es irgendwie gerade nicht gerallt. Also, nebenbei die Capture Card. Das ist der dritte Part, den ich aufnehme. Ich hatte die Capture Card davor ganz geladen. Also, ich hatte volle Energie. Und irgendwie. Nun ja. WTF? Gib mir 10 Münzen! Ist hier noch irgendwas? Hier können wir uns übrigens ein Item holen. Da sag ich mal nicht nein. Oder doch? So wie ich mich gerade hier verhalte. Ja, okay, ganz knapp noch. Ich fast nein gesagt. So, wo ist jetzt die dritte Starcoin? Ich wusste zwar, dass ich was übersehen habe, aber ich wusste nicht wo. So gerade die Frage für mich. Ich muss nochmal umdenken. War die echt zufälligerweise da oben? Okay. Auf die coole Weise. Nein, doch nicht in den Pauki rein. Mein Gott. Sag mal. Dankeschön. So, jetzt zum Ziel. Ich habe hier ziemlich viele Items verloren, ne? Das merke ich gerade. Ist schon ein bisschen schmerzhaft gewesen. Und ja, wenigstens schießen sie hier in eine Richtung. Und wir brauchen natürlich nicht die goldene Fahne. Und haben damit das nächste Level geschafft. Wir wollten in diesem Part, Part Nummer 3, Welt 2 beenden. Das hatte ich mir vorgenommen, aber wie das aussieht, das wird gar nichts gerade. Wir haben zwar noch 3 Level vor uns, aber die schaffe ich niemals im Leben in 2 Minuten. Welt 2-4. Ich glaube, das ist das Land der Kettenhunde. Komme ich auch ihren... Und ich habe... Recht? Unrecht? Nee, es gab mir erst die Pyramide, okay. Oh, ein Pilz. Okay. Ein gammeliger Pilz. Aber wir können trotzdem unten lang. Komm. Button Smashing. Ich liebe Button Smashing. Und, ach, das war das... Ih, was ist das denn für ein Musikwechsel? Das ist ja ein richtig ekelhafter Musikwechsel. Und da komme ich natürlich nicht rein. Wir haben den Stern versaut und ich komme nicht an die zweite Starcoin rein. Komm, lass mich da rein. Oh, an die erste. Warum sage ich denn zweite Starcoin? Warum verwechsel ich mich überhaupt mit den Starcoins? Es ist eine einheitliche Linie. Ich glaube, da hat es mal kurz geruckelt. Das tut mir an der Stelle leid. Ich kann leider das Gerät nicht ganz verfolgen. Deswegen kann es sein, dass ich manchmal einen Ruckler nicht mitkriege. Ich sehe es erst beim Rendern, es tut mir leid, aber es sollte eine Info an mich sein. Autsch. Dass ich ein Vollspast bin. Mein Gott, warum versorge ich mir das Level denn immer? Spikes. Guckt es euch an. So grazil. So vernichtend. Vernichtend. Was? Ne, hier unten müssen wir rein, okay. Zack. Ich mag es übrigens nicht, wenn der DS rot ist. So. Wir müssen einmal kurz... Genau, hier könnte man sich so ein paar Sachen farmen. Wenn man Tanuki hat, klappt das sogar noch sehr viel besser. Aber das klappt auch so. Zack. Habt ihr gesehen? Wunderschön. Wir können uns die zweite Starcoin holen, indem wir einfach hier runter gehen. Und dann fährt uns so ein Ding hier runter. Das ist eine sehr innovative Idee eigentlich. Ich finde es auch sehr schön eigentlich umgesetzt, denn auf die Idee muss man natürlich erstmal kommen.
für die Leute, die jetzt das Spiel nicht so kennen, und Mario-Experten sind natürlich ein Kinderspiel, aber für die Leute, die das Spiel nicht so kennen und denken so, ach, da ist ja eh nix, ja, die haben ein Problem. Denn die denken, da ist wirklich nix, weil da ist ja auch so nix, und ignoriere es einfach. So, ab in die Kanone wieder mal. Wobei, hier eine Kanone oder ging es hier einfach eine Röhre? Hier war einfach eine Röhre, okay. So, und dann wollen wir das Level beenden. Und zwar mit dem Sprung an dieser Fahne hier. Level geschafft. Übrigens habe ich mich gefragt, wie ich beweisen kann, dass die Capture-Karte jetzt wirklich mir gehört, nicht einfach so fremdes Bildmaterial stehle. Ist eine gute Frage eigentlich, weil Leute haben mich letztens gefragt, auf Facebook, ob das wirklich meine ist oder ob ich jetzt einfach ein Bild auf Google genommen habe und hier einfach nachkommentiere. Dem ist nicht so, den Beweis kann ich auch geben, wenn ich jetzt auf Home-Menü drücke. Dann seht ihr nichts, aber die Batterieleistung lässt nach, okay. Ich kann leider nicht sagen, dass im Home-Menü, dass es mir gehört. Schade aber auch. Ich könnte die Freundesliste aufmachen. Ihr würdet es mir glauben. Egal. Ich kläre euch jetzt in meinem nächsten Part genau, warum das meine ist. Und eigentlich, ihr müsst mir einfach glauben, weil... Ja, es ist... ja. Schwer zu sagen, warum. Leute, ich verabschiede mich vorerst mal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt New Super Mario Bros. 2. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten und Masa la Vista, Baby.